Herr Schmidt, Sie sind der Veranstalter vom Hohenloher Harley Run. Kommen da eigentlich nur wilde Kerle hin oder darf man da auch als Normalsterblicher ohne Motorrad auftauchen? Ja, das ist eine gute Frage, die höre ich seit 10 Jahren eigentlich. Und es ist grundsätzlich so, dass jeder herzlich willkommen ist. Grundsätzlich mal mit Motorrad und natürlich ohne Motorrad. Und natürlich muss es nicht unbedingt der Harley Davidson sein, sondern es kann jeder kommen, der einfach Lust zum Motorradfahren hat. Und wie gesagt, und querbeet, jeder ist da gesehen als Familie, Oma, Opa, mit dem Engele, ohne Engele. Also jeder einfach komme, weil es ein geiles Fest ist. Und dieses Jahr feiert der Hohenloher Harley Run 10-jähriges Jubiläum. Was werden die Highlights sein? Ja, dieses Jahr ist wirklich unser 10-jähriges Jubiläum. Wer hat es gedacht, ne? Hat mal klein angefangen mit einer Wette. Und dieses Jahr haben wir natürlich besondere Highlights, unter anderem die große Ausfahrt ist ein absolutes Highlight. Dann haben wir zum zweiten Mal die Bike-Premiere, das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal getestet und haben eine super tolle Erfahrung gemacht. Das waren 25 tolle Bikes aus einer Region von 150 Kilometer Entfernung ungefähr beim Harley Run und haben ihre Motorräder präsentiert. Das wollen wir dieses Jahr nochmal ein bisschen steigern. Wir haben schon tolle Anmeldungen in dem Bereich und natürlich mega tolle Live-Musik. Wir haben Race Mateys da, die zum 4. Mal den Deutschen Rockpreis gewonnen haben. Wir haben freitags Good News zum Beispiel am Start und samstagabends nur Rocks Off und das Ganze natürlich ohne Eintritt, muss man aussehen. Können Sie uns schon etwas über die diesjährige Ausfahrt verraten? Ja, wir haben eine wunderbare Strecke ausgewählt und zwar geht es dieses Jahr mal das Kochertal entlang runter. Es war ein Teilnehmer letztes Jahr da, der meinte, oh, lass uns doch mal Richtung Burgmühl, Osterburg fahren. Und dann habe ich gesagt, lieber Teilnehmer, kein Problem, setz dich hin, arbeite was aus und jetzt fahren wir da wirklich runter. Wir werden dieses Jahr in Osterburg einen Zwischenstopp einlegen von ungefähr 30 Minuten, weil das Wetter soll ja dementsprechend warm werden, dass die Teilnehmer was zum Trinken kriegen. Und wir fahren dann wieder zurück Richtung Künzelsau und wir haben dieses Jahr mal einige Regionen angeschrieben und haben gesagt, du pass auf, wir fahren durch euren Ort, weil wir natürlich uns Biker sehr freuen, wenn wir viele Teilnehmer auch auf der Straße oder an der Straße haben, die uns einfach zuwinken und zugucken. Vielen Dank.